Das ist jetzt der neue Patient. Ein 3-Phasen Siemens Permanentmagnetmotor. Hier schöne Magneten drauf. 6-polig, aber das Allertollste ist, der ist original auch schon mit 2 Drähten gewickelt. Das heißt, ich muss ihn nicht einmal mehr umwickeln. Ist das nicht genial? Ist das geil. Ich habe nur, ist 3-Phasen gewickelter gewesen, ne? Schaltung neu rausgeführt und ich habe nur eine einzige Phase habe ich nur angeschlossen. Ne? Also ich kann jetzt noch 2 Phasen zusätzlich anschließen. Und gucke her. Scale it up. 16 Volt, na gut, ihr wisst, ne? Da kann man noch ordentlich hochfahren. Ha. Echt krass. Ja, beim Versuch, alle Spulen anzusteuern, hat es mir dann doch meinen schönen Mega-Transistor durchgehauen. 7,95 € wieder im Arsch. Na gut, dann gehen wir halt drauf, alle 3 Spulen, ja, mit jeweils einem Transistor anzusteuern. Ja, und bevor mir wieder irgendwas durchraucht, möchte ich es euch jetzt gleich mal zeigen, ne? Was das für ein übelstes Drehmoment hat, schon nur bei einer Ansteuerung einer Phase. Ne? Ich habe jetzt bis jetzt nur ein Drittel von den ganzen Drähten im Motor dran. Ja, wir fahren mal mit 26 Volt. Ne? Okay. Ingot ordentlich, ne? Aber hier, keine Chance. Ich krieg ihn nicht angehalten. Und bei voller sind wir bei 500 mA. Also, den Motor möchte ich mal sehen, der mit 10 Watt Stromaufnahme den man hier vorne nicht mehr anhalten kann. Boah, echt krass. Okay, ausbaufähig. Weiter geht's. Habt ihr schon mal ein Bedini-Motor gesehen, der von selbst anläuft? Ich auch nicht. Also, jetzt haben wir unsere zweite von 3 Spulen Paaren drin. Ja, und ich war gar nicht so schlecht überrascht, als ich hier eingeschaltet habe. Also, ich war gar nicht so, wie sagt man da? Ich war ganz schön überrascht, als ich da hier eingeschaltet habe. Moment. Hat er nach wie vor. Ich kann ja noch weniger anhalten, jetzt hat er noch mehr Drehmoment. Und tuckert im Leerlauf. Na gut, jetzt gehen wir bis 600 mA hoch. Aber läuft von selber. Naja, schön. Auch nicht schlecht. Gut, dann wollen wir mal das dritte Spulenpaar ranhängen, ne? Ja, fein. Jetzt haben wir alle Drähte, die in dem Motor verwickelt sind, angeschlossen. Und was sagt er? Geht von selbst an. Alle 3 funktionieren einwandfrei. Ja, und hier keine Chance, das irgendwie mit der Hand anzuhalten. No fucking way. Naja, kann ich höchstens mal die Welle ein bisschen sauber machen. Das haben wir an Stromaufnahme, wenn ich ordentlich ziehe, also 800 mA bei 26 Volt. Das macht immer am meisten Spaß bei den alten Motoren. Sauber machen. Okay, ausbaufähig. Ja, wenn ich mir das auch vorstelle, dass wir hier noch viel weiter als 26 Volt drehen können, ne,
drehe dann schneller. Mal gucken, ob ich hier den optimalen Widerstand schon rausgefunden habe. Da kann man bestimmt auch noch ein bisschen was optimieren. Aber es funktioniert erstmal. Ja, und was die Dinger dann für Generatoren werden. Ach. Na gut, okay. Da können wir uns dann später mal Gedanken drüber machen.